Hi Leute, Xanax hier und willkommen zu Pokémon Y, Nuzlocke Revenge. Wir stehen immer noch im Regen, wir stehen hier vor der Pokéball-Fabrik, in die wir jetzt reingehen. Wieder mit einer coolen Musik, die mich so ein bisschen an Persona erinnert. Wir reden mal mit denen hier. Jetzt haben wir den Salat, er will uns einfach nicht in die Pokéfabrik lassen. Er will uns den Zusatz verwehren. Nicht zahlen. Lass mich doch mal mit ihm reden. Ja, dann red mal mit ihm. Sanna, warte! Es regnet. Es regnet. Die Erde wird lassen. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Na nu, was geht denn ab? Sind da nicht gerade Sanna, Banana und Trovato, Tomato vorbeigelöst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frage mich, was da vor sich geht. Das war ein Kreischen. Oh nein! Sanna Banana, warte! Halt! Holy Mist! Holy Mist! Auch sehr schön. Huch! Hm? Was ist denn hier los? Nun, ich werde den jetzt mal hinterherrennen. Team Flair? Hier? Da drin geht irgendwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Ja, bleib du mal hier. Und ich guck mal weiter. Wir holen uns erstmal hier ein paar Items, die es hier noch zu finden gibt. Bevor wir da reingehen, müssen wir kurz gucken, wie wir da herkommen. Hier müssen wir lang. Dann hier rechts. Na komm. Sprinten und Laufen ist schwierig. Den Top-Beta ist in Ordnung, kann man gebrauchen. Auf der anderen Seite haben wir einen Top-Beleber. Den werde ich jetzt mal nicht holen, weil wir den ja eh nie benutzen werden. Oder nicht dürfen. Deswegen gehen wir mal in die Fabrik. Ja, das ist eine Tür. Habe ich im ersten Moment auch nicht gedacht, dass da irgendwie mal da durch könnte. So, Pokémon-Kämpfe. Ich würde sagen, wir nehmen auf Position 1, während es immer noch so laut für mich ist. Nehmen wir Navi. Navi soll hier ein bisschen trainieren. Navi wollen wir auf Level 44 oder 46 bringen, irgendwie sowas war es. Ich glaube, es war 46. Für eine besondere Attacke. Und das machen wir auch. Das kriegen wir auch hin. So lange ist es nicht mehr. Und ich würde sagen, let's go. Bing. Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben? Bedauere, aber eine Besichtigung ist zurzeit nicht möglich. Nein, derzeit. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnarien, zeig diesen Spackvögeln, diesen Spaßvögeln, was eine Hake ist. Ich erledige das, geh du schon mal vor. Ja, ist nett. Gut, wo müssen wir lang? Wo kommen wir hin? Wo geht es her? Was ist der Sinn? Ist da noch mehr? Wir kämpfen erstmal gegen den hier. Ich bin noch ein namenloser Rüpel von Team Flair, der sich erst einen Namen machen muss. Dann scheint es ja nicht besonders gut zu sein. Der Team Flair Rüpel mit Toxicroak. Ein, wie der Name schon sagt, ein Gift-Pokémon, was jetzt gar nicht so geil ist für Navi. In doppelter Hinsicht. Es ist zwar kein Pflanzentyp, aber Pflanzenattacken bringen auch nicht viel gegen Gift-Pokémon. Es war, glaube ich, immer noch Giftkampf. Ich bin mir zwar immer noch unsicher, aber wir wechseln mal auf Luni. Das sollte eigentlich doppelte bzw. vierfache Effektivität haben mit den Psycho-Attacken. Gift-Schock. Gut, dass ich gewechselt habe. Ja, geht ja. Und nicht vergiftet ist sehr wichtig. Wir sind nicht schneller, aber er macht Tiefschlag. Daran liegt das auch. Tiefschlag ist dann garantierter Firsted. Unlichtattacke. Aber es ist kein Unlicht-Pokémon. Deswegen down. Und 1300 XP. Na, wie? Level 39. Sehr schön. Und da ist der Rüpel, der namenlose Rüpel, auch schon erledigt. Ich bin noch ein namenloser Rüpel von Team Flair und habe verloren. Ja, du wirst auch immer einer bleiben. Das ist das Problem, Junge. Das ist das Problem. Außer, dass du jetzt ein Blocker bist, denn eigentlich müssten wir da lang, um quasi direkt fertig zu sein. Aber das Spiel sagt ja, nee, hier kommst du nicht lang. Nehmen wir mal erstmal einen Supertrank. Das muss eigentlich erstmal reichen. Ich denke mal nicht, dass wir an diesen 13 HP sterben werden. Und wir gehen mal hier lang. Boink. Und der nächste Kampf. Wenn ich mit euch fertig bin, werden eure Tränen hinabkullern wie Pokebälle vom Fließband. Oh, was für eine Drohung. Wieder ein Team Flair Rüpel. Und diesmal mit Magnarien. Ein Unlicht-Pokémon. Was gut ist für Navi. Denn mit der neuen Attacke, die wir erlernt haben, in der durch die TM, dem Zauberschein, sollte das eigentlich kein Problem sein. Nahezu One-Hit. Ich weiß nicht, ob die Special Attack
gut genug ist. Ja, reicht. Sehr gut. Sogar ein Volltreffer. Ja gut, das, dann hätte es vielleicht doch nicht reichen können. Man weiß es nicht. Down ist down. Golbat. Giftflug. Auch wieder so zwei Typen, die gar nicht so für uns sind irgendwie. Deswegen wechseln wir mal und wir wechseln mal auf. Ist Luni sinnvoll? Ja, in beider Hinsicht. Luni ist echt unser Monster irgendwie mittlerweile. Also Gift-Psycho ist schon eine richtig gute Kombo. Nicht effektiv. Und wir benutzen jetzt mal hier Felsgrab. Ist gegen Luft nämlich, beziehungsweise gegen Flug-Pokémon, auch sehr effektiv. Und deswegen macht das auch Sinn, ruhig das zu benutzen, wenn wir nicht immer nur Psychokinese nutzen müssen. Level up, Level 45 Luni. Somit ist Luni jetzt tatsächlich das höchste Pokémon, das wir haben, glaube ich. Vorbei ein Ariel. Und er erlernt Seher. Auch eine interessante Attacke. Eine Attacke, die man einsetzt und dann eine Runde später erfolgt erster Angriff, macht 120 Damage, ist natürlich sehr praktisch. Das Problem ist, wir müssen eine Attacke aufgeben und ich will Hypnose nicht weggeben. Psychokinesis ist die stärkste normale Psycho-Attacke, die es gibt. Jetzt auch so abgesehen von irgendwelchen legendären Attacken. Und ich möchte zwei Standardattacken behalten erstmal. Steinkarte einfach, weil die eine starke Attacke ist. Halt 100 Damage und eine hohe Volltrefferquote. Und Felsgrab einfach so als normalen Attack, deswegen kein Seher. Ich wüsste auch nicht, wo wir eventuell. Wo das ein großer Nutzen wäre, in welcher Situation. Na, wie Level 40? Die Level sprudeln nur so. Und auch hier dieser Kampf ist gewonnen. Ich kündige schon mal an, dass ich ein bisschen einen etwas rauen Hals habe in dieser Episode oder in dieser Aufnahme. Das heißt, es kann sein, dass ich zwischendurch mal einen Schluck trinke oder so. Wundert euch nicht. Ich werde es so unauffällig wie möglich machen. So, gehen wir mal hier hin und holen uns den Ball. Den Flottball. Schon mal superbe. Flotte Bälle kann man immer gebrauchen. Mit dem Flottball kann man fast jedes Pokémon im ersten Versuch fangen, wenn man Glück hat, natürlich. Ja, hier können wir, glaube ich, nicht so viel erledigen, außer einfach, ne? Hier nochmal hingehen. Und dann sind wir auch schon hier durch. Und der nächste Kampf wartet auf uns dort vorne. Müssen wir aber noch nicht angehen, sondern wir können uns erstmal den Ball hier holen. Den Metallmantel. Er versteckt Metallattacken. Wir haben leider kein Metall-Pokémon, beziehungsweise ein Stahl-Pokémon. Ich sag mal Metall, wie auch immer. Heavy Metal und so. Und ja, wir werden hier mal einfach diesen Typen erledigen, würde ich sagen. Oder diese Typin mit Surokex. Und Lichtkampf. Unlichtkampf ist wiederum gut für Navi. Wegen dem Unlicht-Typ. Fee ist gut gegen Unlicht und deswegen Zauberschein. Wir sind sogar schneller als Surokex. One Hit. Und nochmal, nur 800 XP. Na, so viel bringt es dann auch wieder nicht. McNyan, sehr schön. Auch wieder ein garantierter Kill im Normalfall. Bäum. Sehr schön. Und auch hier 1700 XP. Somit schon wieder ein halbes Level in nur einem Kampf. Sehr nice. Unser Navi ist einfach awesome. Also mittlerweile echt ein super Team. Ich frage mich, was wir in der nächsten Route kriegen. Hoffentlich wirklich ein Pokémon, was wir zumindest bis durchentwickeln können. Weil das ist ja das, was wir an den... Okay, Snubbull bzw. Tiffy könnte ich natürlich durchentwickeln, aber ich will nicht einen dritten Feentyp haben. Deswegen, ne? Aber Lamy kann ich halt nicht durchentwickeln, das scheiße ist. Und deswegen wäre es einfach mal schön, ein Pokémon zu haben, was man durchentwickeln kann. Ich denke, das ist nicht so viel verlangt, oder? Judy. Hier ist, glaube ich, nichts, dass wir einfach hier weitergehen müssen. Brrrr. Alright, holen wir uns den Ball hier hinten. In dem Fall ein Timerball. Das Gegenteil von dem Flottball. Flottbälle wirft man in der ersten Runde, um ein Pokémon mit der höchstmöglichen Chance dann zu fangen. Und ein Flottball, nach einem Timerball halt, je länger der Kampf dauert, desto besser. Ich glaube, ab 20 Runden ist er dann gleich gut. Aber man muss erstmal 20 Runden lang versuchen, ein Pokémon zu fangen. So, hier unten finden wir was. Und zwar können wir hier die Dinger umkehren, was natürlich gut ist für uns. Da unten ist, glaube ich, nichts mehr gewesen. Dann können wir hier reingehen. Moin moin. Die Vollautomatisierung wurde vorangetrieben, um den Pokémon das Leben zu erleichtern. Da die meisten Leute dadurch jedoch wegrationalisiert wurden, konnte die Fabrik in Handumdrehen besetzt werden. Ja, okay. Wenn Team Flair alle Pokébälle stiehlt, können wir mit Pokémon keine Freundschaften mehr schließen. Ah! Der Theorie, piep, 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 piep. Okay, was sagst du? Du trägst keinen roten Anzug, also kannst du kein Mitglied von Team Flair sein. Aber wer bist du dann?
Eigentlich spielt das aber keine Rolle, solange du Team Flair den Chaos machst. Mit dem Schalter kannst du übrigens die Richtung ändern, in die sich das Fließband bewegt. Und was sagst du? Dein Pokémon-Team und du, ihr solltet euch eine kleine Verschnaufpause gönnen. Na super, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich keinen Trank benutzen müssen. Ha. Hier finden wir bestimmt was drin, oder? Nee. Okay, haben wir es auch. Jetzt gucke ich mal gerade. Es gibt hier nur 4 Kämpfe. Da ist der letzte. Ball, Ball, Pokéball, Ball, Ball, Hyperball. Gegen den nächsten Rüpel. Mit Schluckweg. Einem Gift-Pokémon. Auch das hätte ich gerne gehabt, unter Umständen besser als Lamy. Gift müssen wir wechseln. Wir wechseln wieder mal auf. Obwohl, gegen Gift ist, glaube ich, auch Boden gut. Wir können ja mal wechseln. Boden ist halt... Lili sollte sowieso mal Level 45 werden. Damit wir einfach auf Dauer mal die nächste Entwicklungsstufe kriegen. Body Slam. Ja, hält's aus. Ich meine, Gift war gut dagegen. Boden war gut gegen Gift, meine ich. Ja, sieht ja gut aus. Am nächsten. Spezialverteidigung steigt. Na, macht uns nichts aus. Weiter mit den Erdkräften. Und Schluckweg ist down. XP für Lilly und für Navi. Sollten beide vielleicht sogar ein Level abkriegen. Level 41 Lilly. Noch 4 Level bis zur Entwicklung. Navi. Ach, kein Level. Naja, kommt noch. Oh nein, ich habe keine Bälle mehr zum Werfen. Und wieder mehr Geld für uns. Dass wir für Klamotten ausgeben können. Weil für was anderes brauchen wir kein Geld mehr im Prinzip. Hier hinten müssten wir eigentlich noch... Ne, hier müssen wir nichts haben. Aber wir müssen hier lang um... Ne, gar nicht, hier müssen wir gar nicht lang. Hier sind wir ja hochgekommen. Wo müssen wir denn nochmal lang, damit wir... Eigentlich müssten wir rechts lang, das können wir ja noch nicht. Und um dann fortfahren zu können, müssen wir hier lang, genau. Hier und dann... Ach, jetzt ist das Ding schon wieder... Ah, jetzt hat das... Das ist natürlich blöd, jetzt ist das Ding wieder andersrum, weil ich mal durch die Tür da oben gegangen bin. Habe ich natürlich nicht dran gedacht. Habe ich nicht geguckt, macht aber nichts. So lange dauert das nicht bis dahin. Brrr, brrr. Ist ja gut jetzt. Danke. Super. Und, na komm. Ach, muss ich hier machen, okay. Umgeschaltet. Und dann geht's hier lang. Und dann können wir hier hoch. Okay. Rein da. Oh Gott, wer ist das? Los, jetzt zieh dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flair arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssen wir die ganzen Pokébälle nicht alleine schleppen. Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in aller Welt geht nur in euren Köpfen vor, ihr geistigen Tieflieger? Geistige Tieflieger ist echt... Ja. Ich kann doch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokébälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es. Mit diesem Tattergreis verschwenden wir bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn hier eh keiner zu irgendetwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Wupp. Sieh an. Wen haben wir denn hier? Ein Eindringling. Eindringling? Das sagen die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch wohl ihr. Hey du, ich brauche deine Hilfe. Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt, mein werter Fabrikleiter. Ja, es tut mir wirklich leid, wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Alright, kämpfen wir. Gegen den Team Flair Vorstand. Mit Syrukex. Das ist Syrukex, das ist schön. Schön, da freut sich Navi. Etwas zu spielen. Zauberschein. Pachung. Level 41. Hundemon. Unlicht, Feuer. Auch hier wieder ist Fee effektiv. Da wir jetzt sogar mittlerweile überlevelt sind. Also im Gegensatz zum Gegner. Sogar mit Navi. Ist Navi jetzt wirklich wieder ein Pokémon, was sie ganz oft einsetzen können. Vor allem, wenn sie sich dann entwickelt bald. Beziehungsweise wir nach der Entwicklung suchen. Wir brauchen ein Item dafür. Aber da kommen wir, denke ich, ran. Ja, Feuer jetzt so.
Ich überlege gerade, ein kritischer Feuerzahn könnte eventuell... Ja, aber wir kritten selbst, dann hat sich das auch erledigt. Und Navi kriegt nochmal richtig schön XP. Und der Vorstand ist besiegt. Ja, nanu, somit haben wir's, ne? Sehr schön. Pokéball-Fabrik gerettet. Und jetzt könnt ihr auch abhauen. Hey, hey, mach mal langsam. Du musst doch für so einen erbärmlichen Fabrikleiter nicht gleich in die Vollen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel. Von einem Vorstandsmitglied hätte ich da mehr erwartet. Aber was reg ich mich groß auf? Jetzt müssen wir eben wir Forscher ran. Dann lass uns mal den Kampf 2 gegen 1 so richtig... Dann lass uns den mal im Kampf 2 gegen 1 richtig fertig machen. Das hilft wenigstens unsere Siegeschancen. Ta-ta-ta-ta. Ach ja, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ist das etwa Verstärkung? Was soll's? Ein Rotzopfel mehr oder weniger. Das ist doch Das ist doch Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell ansteigen. Da braucht wohl jemand Nachhilfe auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Seid ihr überhaupt Wissenschaftlerinnen? Kannst du mir im Kampf gegen diese Knalltüten helfen, Nachbar? Nee, noch nicht. Wir wollen erst mal heilen. Sicher ist sicher. Okay. Alright. Jetzt helfe ich dir wohl. Jupp. 2-1-2. Dann auf ins Gefecht.